Mein Name ist Daniel Funke, bin 33 Jahre alt, arbeite hier als Produktionsleiter, / Ausbilder. Also ich hatte vor einiger Zeit meinen Meister gemacht und damit auch den Ausbilderschein. In dem Beruf, also ich kümmere mich um die ganze Produktionsplanung, um die Urlaubsplanung, die Maschinen, dass die Maschinen laufen, dass jeder Arbeit hat. Ja, natürlich aber auch um den Auszubildenden. Ja, der Auszubildende muss auch was lernen. Wir probieren dem Auszubildenden ein angenehmes Umfeld hier zu bieten. Unser Ziel ist natürlich, den Auszubildenden letztendlich zu übernehmen. Ja, das ist unser großes Ziel, sonst würden wir nicht ausbilden. Uns ist als allererstes immer die Pünktlichkeit sehr wichtig, die Zuverlässigkeit. Ja. Mathe ist ein großes Fach bei uns, also ob das nun ausrechnen ist, wie viel Quadratmeter Pappe wir brauchen und wie viel Material wir brauchen, aber das sind so die normalen Sachen. Teamfähigkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, das sind so die Sachen, auf die wir Wert legen. Also grundsätzlich ein Abschluss ist natürlich schon erforderlich, ja, also mindestens ein Hauptschulabschluss, klar, eher ein Realabschluss ist besser. Also wir haben 4 Abteilungen. Wir haben einmal die Feinkartonage, in denen wir von einer kleinen Schmuckschachtel über ein Präsent für die Staatsoberhaupt machen, stellen wir alles her. Dann haben wir die Vollpappe, in denen wir Stülpdeckelschachteln aus Rohkartonage fertigen für Ersatzteile, Schrauben. Dann zum dritten haben wir die Styroporabteilung, in denen wir Formteile aus Styropor, Airpop, Neu-Airpop, herstellen. Bedeutet, Formteile sind zum Beispiel Eckpolster für Waschmaschinen, Styropor-Helme, Motorradhelme, Fahrradhelme, Skihelme. Und die 4. Abteilung ist dann die Wellpappe, in dem wir Stanzungen, Fallschachteln herstellen. Am meisten Spaß macht mir eigentlich das Miteinander, das Arbeiten miteinander. Also ich würde von mir behaupten, dass ich sehr teamfähig bin und das ganze Produktionsleiten, ja, also ich bin kein Büromensch, Produktionsleiter nimmt man ja immer an, der sitzt mehr im Büro, aber ich probiere das Ganze mehr praktisch darzustellen und den Maschinenführern, den Auszubildenden sehr viel praktisch zu erklären. Spannendes, spaßiges, also ich bin ja der Praktiker. Und Spaß macht mir eigentlich immer, wenn es um neue Maschinen heraussuchen ist, wenn es darum geht, neue Maschinen anzugucken. Also wir haben in der Zeit schon einige gebrauchte Maschinen von anderen Firmen gekauft. Und da war ich dann überwiegend und habe mir die Produktionsstelle angeguckt, wie breit, Maße genommen und so weiter und so fort. Und dann den Umzug auch vorgenommen hierher. Und das hat sehr viel Spaß gemacht.